Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller und schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Achievement Guide Video präsentieren. Heute wollen wir uns mal einen Erfolg von den Kletter-Achievements anschauen. Und zwar bin ich da bereits einmal bei einer World Quest. Und zwar heißt die Knochenarbeit. Und dort müssen wir ein bisschen rumklettern und dementsprechend können wir den ein oder anderen Erfolg da absolvieren. Um diese World Quest freischalten zu können, müsst ihr aber vorher erstmal eine kleine Voraussetzung haben. Ihr müsst einmal die Kampagne durchgespielt haben, um dementsprechend World Quest freizuschalten hier in Dragonflights. Sobald ihr das gemacht habt, könnt ihr, wenn ihr bei der Fraktion Drachenschuppen-Expedition ein wenig Ruhm gesammelt habt, und zwar ist es gar nicht so viel, auf der Ruhmstufe 6 habt ihr hier die Expeditionskletterer. Und dann kriegt ihr, wenn ihr die World Quest über die Kampagne habt und das hier quasi mitgenommen habt, die Möglichkeit, diese World Quest freizuschalten. Da gibt es quasi in jedem Gebiet dann welche. Und das Ziel ist es einfach, da ein bisschen rumzuklettern und dementsprechend das ein oder andere an Stuff mitzunehmen. Man kann dann nämlich hier so ein Item anklicken und sobald ihr das gemacht habt, können wir da einmal hochklettern. Jetzt gehe ich mal wieder ein bisschen raus. Genau, das sind soweit die Voraussetzungen. Dann ist es so, dass ihr im Lager der Expedition hier dann auch zu einem NPC geschickt werdet, wo ihr so einen kleinen Skillbaum skillen könnt. Den Skillbaum könnt ihr auch quasi von dem NPC ja als kleinen Rucksack mitbekommen. Und wenn ihr das habt, achso, da muss man das jetzt hier mal wegklicken, dann könnt ihr den Skillbaum quasi auch skillen, während ihr unterwegs seid. Jetzt können wir das mal aufmachen, hier seht ihr das. Und das erste brauchen wir Kletterausrüstung, dass wir dementsprechend dann die Wände hochklettern können. So, da haben wir es. Also das müsst ihr skillen. Da gibt es noch einen Haufen andere Sachen, auch fürs Fotografieren, beziehungsweise auch für andere Geschichten, noch für spezielle Kisten. Aber das hier brauchen wir dann. Und sobald wir das geskillt haben, können wir einmal hochklettern. Und wir wollen uns jetzt heute zusammen den ersten Erfolg angucken. Und zwar schimpft sich der Sichern. Und bei Sichern müsst ihr Folgendes machen. Nutzt das Freundschaftssystem 10-mal während des World Quest vom Klettern dementsprechend. Und wie läuft es jetzt? Wir gehen quasi jetzt an einen von diesen Kletterstegen, holen uns natürlich erst unsere Ausrüstung und dann haben wir verschiedene Buttons, die wir drücken können. Wenn ihr mehr geskillt habt, könnt ihr mehr drücken. Ich mache das jetzt so, ich habe jetzt meinen Hexer hier, kletter da hoch, visier den an und dann haben wir hier den Button Freundschaftssystem, das drücken wir und dann heilen wir den und er kriegt dann halt auch wieder ein bisschen Halt dazu. Und ja, das müsst ihr 10-mal machen und dann gibt es dieses kleine nette Achievement. Den Erfolg kann ich euch nochmal zeigen, sobald ich es hier finde. Den haben wir einmal drin unter Ruf und dann Dragonflight und hier 10-mal müsst ihr das anwenden. Das hat eine Abklingzeit von 30 Sekunden. Wenn ihr hier irgendwen anders findet beim Rumklettern, könnt ihr das immer auf den draufhauen. Beziehungsweise, wie ich das gemacht habe, mit dem zweiten Account einfach nur, der läuft dann wenigstens nicht weg und dann könnt ihr das Achievement relativ easy abschließen. Mehr ist es nicht. Es gibt ja auch noch ein paar andere Erfolge. Dafür müsst ihr aber mehr in diesen quasi Skillbaum mit reinskillen, um noch extra Fähigkeiten zu haben. Und ich würde sagen, die gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis dahin. Ciao.